So, dann geht's weiter mit dem Finale! Ja! Endlich! Das Finale ist angekommen. Wir sind beim Finale angekommen. Mein Deutsch ist mal wieder super. Und heute bin ich nicht alleine. Heute ist Trike Fallon mit dabei. Servus. Ja, und nein, das wird jetzt kein Spoiler werden. Das soll jetzt nicht heißen, dass Trike Fallon gewonnen hat. Vielleicht hat er auch Quatrix gewonnen. Weiß man ja nicht. Das sehen wir uns erst heute an. Und ich würde sagen, dass wir erstmal zu den Teams kommen, ne? Erstmal zu Quatrix seiner Seite. Du kannst ja dein Team ja gleich selbst vorstellen. Hi. Jo, mach Gut. ich. Ja, Quatrix hat lustigerweise mal endlich seinen Victini wieder mit dabei. Das habe ich eigentlich bei meinem Kampf vermutet, dass er das mitnimmt. Boreos T, Tangolos, Chansey, das übliche. Reitschuh und Maske reden. Stall. Ich sehe es jetzt schon. Will ich's mir ansehen? Also, ja genau, also ich habe dabei Mega Gelee, Trike Falo, Volcanion, Smogmog, Dianzi und Frigometri. Ja, ich habe am Ende, also erst hatte ich statt Trike Falo noch das Voltolos Ei dabei, aber dann habe ich gesehen, dass das halt gegen sein Team null Schaden macht. Genau. Und ich habe bei seinem Team ehrlich gesagt nicht ganz so mit den Mons gerechnet, die er dabei hatte, so. Weil ich habe eher mit zum Beispiel Cobalion gerechnet, weil das halt einfach gegen Dianzi oder ähnliches richtig gut ist. Ja, Stimmt. und dann genau. Raichu habe ich wo ich mir Team angeschaut habe, habe ich schon gesehen, das ist ein Problem. Aber ich wollte mich halt jetzt auch nicht so stark auf ein Raichu-Pokémon vorbereiten. Genau. Ich bin ganz froh, dass er noch kein Togetic dabei hatte, weil das war auch extrem stark gegen mein Team. Ja. Aber so, ich fand das Matchup eigentlich so ganz ausgeglichen, wo ich es das erste Mal so gesehen habe. Genau. Ja, Victini könnte ein Problem werden, aber Vulkanion, solange Victini keinen Blitzschlag besitzt, sollte Vulkanion das eigentlich ganz gut wegtanken. Ja, außerdem Diancie wollte es auch noch komplett. Ja, Also. stimmt. Diancie hatte eh gegen ihn ein sehr, sehr gutes Matchup, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Problem ist aber halt immer noch so dieses blöde Tangolos und Chansey. Das ist so echt eine Ja. Kotzkombination. Ja, da habe ich mir nämlich auch noch was überlegt, aber das sieht man jetzt eh gleich im Kampf. Gegen diese Ja, nervige Stall-Combination. das, was ich Genau. mir ja eigentlich überlegt hatte, ist nicht so ganz aufgegangen. Naja, es wäre aufgegangen und Ja, ich ich war hätte zu gewonnen. früh. Ich war zu früh. Ich wollte zu früh einleiten. Porygon hätte ich mir aufbewahren müssen, bis Boreos weg ist. Ja. Hätte ich ein bisschen rumzwitschen müssen, dass das funktioniert. Naja, sonst wäre es ja ein eiskalter Sweep gewesen. Hat er ja, hat Quatrix ja auch schon gemerkt, dass das Porygon total Probleme gemacht hätte. Mit diesem Set hat er überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich habe übrigens auch überhaupt nicht mit Maskeregen gerechnet, weil mein Team ist eigentlich relativ langsam. Stimmt, ne, wegen Und Klebenetz. Macht eigentlich wirklich nicht sein viel Team ist Sinn. eigentlich um einiges schneller. Genau, war ich auch ein bisschen erstaunt. Bin aber dann froh gewesen, dass ich Frigometri dabei hatte. Ja. Aber das hat man ja sowieso, glaube ich, automatisch mit dabei, wenn man Chansey sieht, wegen Tarnstein. Ja. Genau, mit Tarnsteinen habe ich eher gerechnet. Was man auch sagen muss, Tarnsteine sind sehr, sehr gut gegen sein Team. Weil Ja. Maskeregen vierfach Schwäche, Boreos Schwäche und Belebekraft halt dann halbwegs weg. Und Victini auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte gar keinen Mann, was Tarnstein überhaupt benutzen konnte. Ja, nee, vor allem, weil er hat ja auch noch außer dem wunderschönen Belebekraft-Core, Oder? Ach doch, warte, hat ich er hatte ja auch noch. Dawnfun. Ja. Hat er ja auch noch seinen Volt-Switch-Core, beziehungsweise Volt-Turn. Ja. Mit Boreos, mit Victini, mit Raichu. Ja, auf jeden Ja, Fall. genau. Tangolos zum Abfangen von Elektroattacken ebenfalls noch. Oder Bohnenattacken für Victini. Wird schon ein bisschen. Das wäre auf jeden Fall hart. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal rein und sehen mal, wie es denn so ausgegangen ist. Alles klar, Jo. dann starten wir mal, ne? Eins, Jo. zwei, drei und start! Mach mal. Gut. War ich schon mein Ton aus? Ja, ich wollte gerade sagen, hä, wo kam denn der Ton her? Ich hab den nicht gemacht. Nee. Oh. Ja, genau. Also, First Turn kam gleich das Sticky Whip.
Ja, und die Und ich habe Tarnsteine. Tarnsteine gelegt. Also ich hätte ihn auch angreifen können. Er hat wahrscheinlich eh einen Sash. Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, das habe ich jetzt auch dann getan. Was mich nur gewundert hat, wo war der Bedroher? Ja, Clear Buddy. Ach ja, stimmt. Genau, und jetzt ist der Knockoff ein bisschen ärgerlich. Ich habe eher Ja. mit was anderem gerechnet, mit Toxic oder so. Genau, weil jetzt ist die Aufwachbeere weg. Genau, und jetzt kommt auch meine Taktik, um diesen Natural Cure und Tangolos wegzubekommen, eben mit Toxic Spikes. Aber auf locker kommt. Hätte wahrscheinlich auch ganz gut geklappt. Ja, mal sehen, vielleicht kannst du sie ja wieder rausholen. Ja, also Maske Regen ist natürlich jetzt für mich auch nicht so schlecht, dass die vor Kraus haut, weil jetzt kann ich mit Smogmog natürlich töten. Genau, aber Maske Regen war eigentlich eh nicht wichtig. Ja. Also Victini, also es wird ja komplett von der Yancy geholt. Hat er dann gut gemacht mit dem U-Turn? Das auf jeden Fall. Der U-Turn kam ganz gut und konnte so mit den Chansey wieder rein, aber du hast natürlich den Ja, ich habe mich Knockoff. dann nur erst gewundert, wieso er in Tornadus geht, weil ich nicht wusste, was Tornadus so machen kann. Genau, und dann, ja, kommt der Knockoff auf Chansey, was auch extrem geil ist. Aber leider auch die Toxin auf Rigometri. Und auf Lady Stall. Genau, jetzt will er gleich schon die wunderschönen Stall-Dinger anfangen. Ja, aber du hast ja zum Glück Vitalglocke dabei. Ja, genau, das sieht man jetzt auch gleich, aber erstmal bringt er noch Stuffies raus. Oh, bei mir habe ich die schon. Mensch, du bist langsam. Okay. bei mir ist Galagladi jetzt drin und wird mit Toxin getrappt. Jo, ich spule mal ein bisschen vor. Hast du auf Slow gestellt? Ich habe auf Slow, ja. Okay. So, Schwertanz, Boreos T. Boreas aus Wede, Digga, aber Genau. eis kalt und ja. Ja, ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass er auf U-Turn geht, weil halt das zu obvious war. Und du bist jetzt auch bei dem Zeitpunkt mit Iron Tail, oder? Ja. Genau, das hat mich sehr überrascht. Mich aber auch. Ich habe total Und vergessen, dann dass war es das halt Ding das kam. mit Knockoff meiner Meinung nach ein krasser Missplay. Ja, und dann Diamond Storm, der daneben geht. Ja. Also wenn er nicht daneben gegangen wäre, wäre es eh egal. War es halt Ja, eigentlich eine gute Chance für ihn. aber dass Genau, jetzt. Knockoff kommt, da habe ich mich auch gewundert. Hä? Warum Knockoff? Du bist jetzt bei Trikefalo gegen Tangolos. Trikefalo kommt jetzt rein und macht drei Trash, einmal das Leben zur Hölle. Aber Ja, ja. genau, weil ich habe gehofft, dass er denkt, dass ich Scarf bin. Und das Tangolos frisst auch Ultraschaden. Da habe ich einfach nochmal Draco gedrückt. Und jetzt kam halt das, wo ich eigentlich die ganze Zeit das Matchup wollte, nämlich Zed Super Power auf Trikefalo. Oh ja, das hab ich gefeiert dann, als dann auf einmal Chansey reinkam. Es hat alles wunderschön geklappt. Ja, aber das Raichu ist halt, wie man sieht, ein Riesenproblem für mein Team. Ja. Der Play war jetzt auch nicht so gut, in Frigometri zu gehen. Nicht wirklich, ne. Ja, hätte lieber in Smogmog oder so gehen müssen. Ja, genau. Aber ich musste halt irgendwas opfern. Und das Traurige ist halt, dass Raikou mein ganzes Team outspeedet, Ja, das ist natürlich blöd. ja, genau, Smogmog tankt natürlich noch ein Wall-Switch. Ja, gut. Und dann Sludge Bomb. Ja, Naja, sollte ich ja hätte. wahrscheinlich nur ein bisschen runterhauen. Ja, ich hätte auch resten können, aber ich hatte halt die Beeren nicht mehr. Ja, stimmt, hat er ja Und abgeschlagen. jetzt. Ja, jetzt kommt halt gleich schon ein bisschen unglückliches Zeug. Ja, Para, Full Para. Ja, weil der T-Bolt halt Para kriegt. Und dann nochmal Full Para, das ist echt ätzend. Ja. Aber im Nachhinein war es gar nicht so schlimm. Ich hatte tatsächlich jetzt auch kein Dark Pulse drauf, einfach weil es sich nicht gelohnt hat gegen sein Team. Ich wollte gerade sagen, warum Deshalb kein musste ich Dark jetzt Pulse? Draco drücken. Was hattest du Genau. denn sonst noch drauf? Ich hatte noch Work-Up drauf. Das hätte Ah. ich jetzt auch gedrückt, weil jetzt ist meine einzige Chance,
dass ich mit, also sieht man jetzt eh gleich, dass ich mit Vulkanion jetzt was gegen das Tangolos machen kann und Trikifalo muss sterben. Damit den Free Switch bekommen. Ja. Ach, Flame Und jetzt Charge hast kommt. du gedrückt. Ich habe mich schon gewundert. Ja, und jetzt kommt es halt, also ab dem Zeitpunkt ist schwierig für ihn, vor allem weil Flame Charge nicht ausreicht. Und das EQ jetzt eben auch nicht. Jetzt kannst du Raichu easy outspeeden und das Ja, war's. also das war halt so die Mind Games am Ende. Also er konnte es natürlich nicht wissen, dass ich jetzt Flame Charge spiele. Klar. Ist auch nicht Ja, so genau. obvious. Und ich habe halt auch zwei gebraucht. Ja. Ja, genau. Also war auf jeden Fall ein sehr überraschendes Ende, meiner Das auf Meinung jeden nach. Fall, ja. Und ich würde auf jeden Fall sagen, herzlichen Glückwunsch! Du bist der Sieger, Dankeschön. der Champ! Hast es dir auch Ja. verdient! Ich überlege gerade, Live-Orb Damage, geht der danach noch? Zählt der nach einer Attacke noch? Ich glaube Also schon, ja. selbst wenn du jetzt dann gestorben wärst, du hast ja den Kill gemacht und du bist ja dadurch nur durch einen Ja. Nebeneffekt gestorben, dann hättest du trotzdem den Sieg bekommen. Ja, das ist. Ja, okay, dann ist eh kein Unterschied. Ja. Weil sein Play wäre es wahrscheinlich gewesen, direkt in Raichu zu gehen, um einen Flame Charge nochmal zu tanken und dann hätte er noch das 0 zu 0 in Anführungszeichen rausholen können. Das auf Weil ich jeden dann einen Fall. Angriff mehr gebraucht hätte. Ja. Aber ich glaube, da ist auch SD schon so weit, dass die dann diese Game-Mechanik Ja. verstehen. Wobei Ja. sowas, klar, wenn man mit Leben Warp untergeht, das bleibt Ja. Standard. Da wird sich nichts ändern. Ja, und der Sieg wird natürlich Nexo gewidmet, wie ich es ihm auch schon gesagt habe. Fight for Nexu! Ist auch sehr witzig, dass das Ding jetzt am Ende das Geld noch geklärt hat. Ja. Auf jeden Fall schön mit anzusehen. Kein Stall, gutes, schnelles Battle, so hab ich's gerne. Ja, Nicht so wie es bei mir ich war. hatte auch gar nicht die Chance auf ein Stall-Battle, weil mein Team einfach kein oder kaum Stall hat. Also ich habe Smogmog und Lianzi, aber die haben ja alle keine Heilmöglichkeiten, keine echten. Nee, nicht wirklich. Genau. So. Ja, also ich glaube mal, der Knockoff mit Boreos hat mir vielleicht sogar das Game gerettet. Eigentlich im Grunde sogar ja, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall ein bisschen blöd. Na, wobei, Ja. hattest du eventuell auf Galagladi noch Schattenstoß? Nee. Nicht, okay, gut. Das war auch mit Galakladi nicht so schlau. Ich hätte direkt auf Sub gehen sollen. Ja, wäre eine Idee gewesen. Also ich hatte Sub, Sword Stance, Steinkante und Close Combat. Ah, Genau. okay. Steinkante hätte auch gereicht gegen Boreos. Aber es war halt in dem Zeitpunkt dumm, da Ding zu drücken. Na gut. Genau. Ich würde mal sagen, wir machen dann erst einmal Schluss, was das jetzt hier angeht. Ansonsten kann man ja jetzt auch eigentlich schon mal sagen, ja, es wird eine Season 2 geben. Habe ich auch, glaube ich, schon relativ oft angeschrieben im Discord. Alle Planungen sind gerade momentan noch in Arbeit, wie was laufen wird und natürlich Trickgefahren darf es auch wieder mit dabei sein. Also, das ist aber nett. Ja, ich wollte euch sowieso wieder mit reinholen. Hat ja ganz gut geklappt so. Ja. Genau, dann, ich würde sagen, ihr könntet dann natürlich auch alle irgendwie Leute einladen, weil wir diesmal, oder ich vermute mal, diesmal wird es ein bisschen größer werden von Wird der es. Teilnehmeranzahl. Also, wenn ihr irgendwelche Leute kennt, könnt ihr, die gut sind, könnt ihr sie gerne einladen, glaube ich. Selbst wenn die nicht so gut sind, Hauptsache wir kriegen Leute. Hauptsache wir haben alle Spaß an dem Turnier. Jo. Ich glaube, ich kann das ja auch schon mal spoilern. Ich habe jetzt geplant, dass ich ungefähr sechs Gruppen hinkriege. Kann ich ja mal ein bisschen schon was preisgeben hier, bevor es hier beendet, weil wir sind ja nur bei 15 Minuten gerade und ich habe noch 5 Minuten, bis ich mich für meinen Stream entscheiden muss, was ich spiele. Also, genau, es sind für momentan geplant 6 Gruppen mit ungefähr mindestens 6 Leuten. Je Gruppe, so dass wir dann zum Ende hin auf eine Teilnehmerzahl von 16 Leuten kommen fürs Achtelfinale.
Natürlich, wenn man jetzt richtig rechnet, kommt man nur auf 15, die weiterkommen würden in der Theorie oder relativ weniger, wenn es nur beim ersten und zweiten bleiben würde. In der nächsten Season wird es aber wirklich so sein, dass sogar der dritte eine Chance hat, weiterzukommen. Und zwar über ein Playoff-Spiel quasi, über Relegation. Und dadurch kommen wir dann erst auf die 15 Leute und dann hat natürlich noch der Viertplatzierte eine Chance, wenn er die beste Differenz hat. Also der mit der besten Differenz würde dann auch weiterkommen. Ja, Aber genau. genau, dazu wird es dann demnächst nochmal ein Infovideo geben, wenn ich dann so weit bin mit den Regeln. Mal sehen, wann das sein Ja. wird. Da muss man natürlich dann wahrscheinlich auch noch erwähnen, dass es sechs Teilnehmer pro Gruppe sind. Habe ich gerade. Also, du hast gesagt, glaube ich, sechs Gruppen. Sechs Gruppen. Und sechs Ja, Teilnehmer. genau. Anders wäre es ja ein bisschen komisch, wenn bei Vierergruppen, wenn der Viertplatzierte weiterkommt. Ja, deswegen. Also mindestens sechs sind geplant. Wenn es mehr wären, dann wären es mehr. Ja, genau. Ist dann halt so. Also ich hatte jetzt irgendwie so sechs bis max, also mindestens sechs bis maximal acht gedacht, wenn wir so weit hinkommen, falls der Andrang so groß sein sollte, dass wir eventuell sogar noch mal eine Gruppe mehr machen müssten. Aber da muss ich dann gucken, wie das dann funktioniert. Erst einmal müssen wir Leute zusammenkriegen, deswegen, wir haben ja schon den Anmelde-Channel unten drin stehen im Discord. Ich werde auch wieder den Discord-Channel mit als Link mit reinbringen. Und genau, alle, die dann mitmachen wollen, die jetzt von außerhalb noch des Servers kommen, können dann über den Link dann dem Server beitreten, unter Anmeldungen sagen, ich will gern dabei sein oder so. Und dann seid ihr mit Ja, dabei. genau. Und wahrscheinlich halt auch wieder auf SD, also nicht auf DS. Sehr wahrscheinlich, ja. Mit natürlich der Genau, also. Ausnahme, dass wenn PCs oder so nicht funktionieren sollten, man auch Ja. den Kampf über den DS machen dürfte. Wenn die anderen dazu neigen, auch zu sagen, ja, ist okay. Weil nur zu Jo. sagen, ja, wir sind nur eine reine SD-Liga, wäre auch ein bisschen blöd, weil wie oft hatten wir das jetzt, dass Leute ausgefallen sind, weil ihr PC nicht funktioniert hat? Ja, bei Shinra glaube ich, glaube bei Tyson. Shenra, Tyson, Ninja, da sind so einige dazugekommen. Deswegen, das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Genau. Ja. Aber gut. Zu dem Rest der Regeln später dann mehr, wenn es soweit ist. Dann wahrscheinlich auch wir alle drei zusammen oder vier, je nachdem, wie viele ich ins Gremium mit rein berufe. Stimmt, was man auch noch sagen Ja. kann, die Tierliste wird es nicht mehr geben. Es wird zu einer Rankingliste umgeändert werden. Und ja, da müssen wir auch noch mal gucken, wie wir das machen. Aber ansonsten, ja. Seid auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt euch auf jeden Fall ab jetzt wieder anmelden für Season 2. Ich hoffe, wir kriegen genügend Leute zusammen, weil ich hätte richtig Bock da drauf. Ja, ich glaube, 14 sind schon. Ungefähr, ja. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal auf gut zwei Gruppen. Fehlen noch zwei. Vier. Und Ja, dann. es sollte eigentlich schon klappen. Ja, und dann kommt das nämlich mit meiner Rechnung nämlich wieder hin, weil es ist halt wirklich auch so geplant, dass die Drittplatzierten alle gegeneinander kämpfen und die Gewinner dann weiterkommen, sodass wir auf eine Teilnehmerzahl von 15 Leuten dort schon rauskommen werden. Und dann plus den einen Viertplatzierten, der auch weiterkommt. Dann sind wir insgesamt 16 und Jo. dann kommt das wieder richtig hin. Dann haben wir 16 Leute fürs Achtelfinale, 8 Leute fürs Viertelfinale und so weiter und so weiter. 4 fürs Halbfinale und bla. Gut. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Dabeisein, Tricke. Ja, gerne, von mir natürlich auch. Ja, immer gerne. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder, vielleicht sogar gleich im Stream, wer weiß. Fängt gleich an, Mal jetzt schauen. verspätet sich jetzt ja auf jeden Fall und wenn das Video hochkommt, ist der Stream eigentlich schon gestern gewesen. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ah, gut. Jetzt haben wir aus Genau, startet Versehen. dann ja jetzt eh in einer Minute. Das heißt, wir sollten auch Schluss machen jetzt langsam. Ja, genau. Also, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs mit Jo. dabei sein und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao mit V. Ich mach den Gronkh. Geil.